Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar Crossover Breakers, das letzte Set des Jahres. Und ich freue mich wirklich darauf, dieses Set öffnen zu können, denn hier sind drei neue Deckthemen drin und die haben es in sich. Und die schauen wir natürlich im Detail an. Wir öffnen das hier einmal und wie immer, ich kann das Ganze früh öffnen. Ich kenne nicht alle Karten hier raus. Ihr kennt das Ganze. Ich kenne hier um die 30 Karten raus. Bedeutet also, ja, wie gesagt, nicht alle Karten sind hier bekannt für mich, aber vor allen Dingen sind für mich bekannt die drei Deckthemen. Und die drei Deckthemen, oh, schön, schön, sage ich euch, aber da gehen wir natürlich Stück für Stück drauf ein. So, wir fangen hier an mit dem ersten Pack und dann wollen wir gucken. So, wollen wir mal gucken, was wir hier haben. So, wir haben hier Rares drin, das ist ziemlich normal für eben so ein Nebenset. Und wir haben, was ist das denn? Handflächen? Den kenne ich nicht. Fängt da wieder super an. Ach doch, den kenne ich. Ja, man müsste auch mal Namen lesen. Nicht nur den Vornamen, sondern auch den Nachnamen. Reseal oder Resile oder... Ihr wisst es, Namen und ich sind nicht gut. Auf jeden Fall, das ist das erste Deckthema, das neue, was unglaublich stark ist. Das wird, Achtung, Wortwitz, ein Breaker werden. Denn ja, dieses Deck hat unglaublich in sich und basiert auf Level 4, Rang 4. Ja, Rang 4, let's go. Wir gehen auf Exit zusammen und wir haben Zendria drin. Macht natürlich komplett Sinn, denn wir haben hier auch ein Ritualthema drin. Ritualpendel indirekt, aber egal, kommen wir drauf zu, wenn wir haben. Dann haben wir Mylist und das ist das erste Deckthema. Und das Besondere hier bei allen Fallenkarten ist, wenn man sie setzt, kann man sie in den Spielzug aktivieren, vorausgesetzt, man opfert ein themeneigenes Monster, beziehungsweise opfern muss verbannen ist. Und dann triggern natürlich die Effekte beim Verbannen, kommen wir noch später zu. Heißt, jede Fallenkarte ist indirekt eine Zauberkarte, wenn wir die Condition erfüllen. Mir gefällt dieser Spielstil auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann, guck mal, wir haben alles, wir haben alle drei direkt, wir haben noch gar nichts geöffnet. So, das sind die drei Deckthemen. Wir haben einmal wieder Mylist, dann einmal den Namen, den ich lieber nicht sage. Und dann, Leute, was? Ich, hier Lenis Denika und Namen. Ihr wisst auf jeden Fall, das, dieses Deckthema. Und das basiert auf ziemlich große Monster mit sehr vielen Leveln. Aber kommen wir noch später zu. Dann Tenny hier drin. Oh, sehr nice. Passt natürlich, denn dieser Archetype basiert auf Worm. Unter anderem, ich weiß, da gibt es auch Dinosaurier. Ich weiß, da gibt es auch noch Drache. Also ja, ne, Worm, Drache, Dinosaurier und so. Aber Veshuda hier drin passt natürlich auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir, oh, die Talker-Karten vielleicht hier drin. Passt auch gut. Denn, ja, wir haben es noch nicht gesehen, aber die Mylist-Karten sind Cybers. Passt natürlich daher sehr gut. Und, oh, Mylist und direkt das Beste. Das ist sogar ziemlich schwer. Man kann nicht sagen, das beste Monster. Das Deck hat verschiedene Link-Monster und jedes Monster ist auf seine Art sehr, sehr wichtig. Sie sagt aber folgendes Quick-Effekt. Du kannst ein deiner verbannten Mylist-Karten wählen. Mische ist ins Deck und falls du dies tust, verbanne eine Karte auf dem Spielfeld. Bedeutet also, wir können hier einfach eine Karte Non-Targeting von Gegner banishen. Wir mischen dafür sogar unsere Ressourcen zurück. Ziemlich gut, sie selber kann sich spezial beschwören, wenn sie verbannt wird. Das können übrigens alle Karten. Bedeutet, wenn sie selber verbannt werden, musst du Lebenspunkte zahlen und sie können sich spezial beschwören. Und das ist eine ziemlich gute Synergie, denn sie können sich natürlich selbstverständlich selber verbannen und auch natürlich dann wieder selber spezial beschwören. Oh, Double Logic hier drin. Sehr nice. Dann haben wir hier warte. Auch wieder Cybers. Weltserie. Ah, ich merke schon. Wir haben hier auf jeden Fall deutliche Reprints hier von den Cybers-Karten und den Talker-Karten. Wolf. Wolf? Ich wusste nicht, dass hier Thunder Dragons drin sind. Dann haben wir Tenny hier drin. Dann haben wir Rügo aufsteigen. Wie gesagt, ne, das sind die Karten von den Eindeck-Thema. Wie gesagt, die Strategie des Decks-Themas an sich ist es natürlich, unser Ritualmonster zu beschwören. Vielleicht ziehen wir es noch. Und dann unter anderem mit denen natürlich die Effekte der anderen triggern zu können. Und ja, man haben hier Mylist! Haselmaus. Okay. Interessant. Deutsche Übersetzung kenne ich natürlich. Ich kenne nur die englischen Namen aktuell. Ja, Haselmaus. Wie gesagt, alle sind relevant, denn sie selber kann sich spezial beschwören, wenn sie verbannt wird, was natürlich schon mal sehr gut ist, indem wir halt einfach 300 Lebenspunkte zeigen, wenn sie spezial beschwören. Und sie hat folgenden Effekt. Wenn Link-Monster auf sie zeigen, dann geben die Monster, also diese Monster, zusätzlichen Effekt, also den Link-Monstern. Also wenn das so wäre, ne, ist das natürlich logisch, dann hat sie folgenden Effekt, und zwar kann ich durch Karteneffekte zerstört werden. Also Link-Monster kann ich durch Karteneffekte zerstört werden, was natürlich ziemlich, ziemlich nice ist. Und zusätzlich können wir eben hier folgenden Effekt machen. Während der Main-Phase, du kannst den Effekt aktivieren, verbanne ein Mylist-Monster von deinem Deck. Und wie gesagt, die Spezialbeschwören sich alle, also ziemlich gut. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Archetype unglaublich gut, aber auch
Das Rang 4 Thema ist super nice. Und jetzt hier haben wir erstmal wieder einen wunderschönen Reprint. Und da haben wir hier Plugin. Die erste Karte für unser... Wir ziehen nicht den Mund einfach nicht. Für unser Rang 4 Deck. Super gut. Wir können hier damit... warte, was war das? Wähle ein dein Exit-Monster, das verbannt ist oder sich im Friedhof befindet. Beschwörst als Spezialbeschwörung. Du kannst... dann kannst du eine Reset-Karte von deinem Deck an ein Exit-Monster ranhängen. Du kannst zusätzlich mit Reset-Spielzugs keinen Angriff deklarieren, außer mit Exit-Monstern. Wie gesagt, Rang 4 sogar. Also hier ist allgemein, die locken dich in eben Rang 4. Ja, Exit. Oh, Sternsrafen passt natürlich sehr gut auch wieder mit Rang. Tenny passt auch super gut. Dann haben wir Tornado-Drache und, oh, Koyo-Yugo-Kaviar. Hier ist, wie gesagt, genau, Kaviar, Kaiber. Da ist der erste, Dinosaurier. Wie gesagt, die sind sehr stark, haben 3000 Angriffskraft, sehr viele Sterne und basieren vor allen Dingen darauf auf Banishing. Und also mit Banishing arbeiten sie und können sich halt auch unter anderem selbst spezial beschwören. Also ist nicht so schlimm, dass sie eben so hohe haben. Interessant, dass hier sehr viele Cybers-Karten drin sind. Ich wusste das gar nicht. Und hier Worm und Nummer 8. Oh, Redo nochmal und nochmal. Tja, warum auch nicht? Nehmen wir mit. So, ich muss noch ein bisschen hier... Wir sind hier kaum vorangekommen. Unglaublich. Dann haben wir Boot Staffelhirsch, die auch Cybers. Wie gesagt, Cybers. Also wir sehen, wir haben hier für jedes Deckthema auch nochmal passende Karten hier drin. Worm, natürlich selbstverständlich eben, ich habe es ja schon gesagt, für diesen Archetype. Wie gesagt, ist besonders gut. Man kann theoretisch auch mit Schwertseele spielen, also mit Taya zum Beispiel. Ist sehr gut also. Denn wir können Worm in den Archetype aus dem Deck spezial bestellen. Dann haben wir Tennis halt dafür. Dann haben wir Cybers natürlich hier für unsere super coolen. Und dann haben wir die Sternreserven für Rang 4. Also wir haben alles dabei. Und Cybers haben wir natürlich auch noch hier diverse Reprints. Hier haben wir das Spell. Das spielen wir in den Deck natürlich. Pro Spielzug deines Gegners, Quick Effect, du kannst eine permanente Ryo-Zauber, die du kontrollierst, unter das Deck legen und dann ein offenes Mehl, seine ATK werden zu 0. Also hier können wir ATK verändern. Und sie kann folgendes, du kannst nur sie kontrollieren. Zusätzlich, wenn der Spielzug deines Gegners, falls eine, während der Spielzug deines Gegners vom, falls Monster, während des Spielzugs deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, werden stattdessen verbannt. Also hier so ein kleiner Makrokosmos-Effekt. Aber sie ist vor allem aus dem Grund wichtig, weil wir wollen sie in den Friedhof legen. Und hier haben wir die Trap, die man sogar spielt in dem Deckthema. Dimensionsriss und nochmal. Okay, das ist wild. Hä, warte. Es geht als Rare und als Super Rare. Das neu. Das cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Hä, ist das bei allen Karten so? Ey, das wäre... Boah, das wäre natürlich... Das wäre... Okay, wir machen einfach weiter. Überfall-Schar passt auch, weil Exeternite spielt man natürlich auch in den Rang 4 Deck. Aber wir ziehen einfach nicht Monster von dem Deckthema. Dann haben wir hier wieder die Trap, den Chenny, Nummer und Planetenerkunder. Okay. Also, ja... es gibt mächtige Field Spells bei beiden, sowohl bei Mylis als auch bei den Rang 4. Aber bei Rang 4 möchte man die eigentlich suchen. Interessant. Und da haben wir, Schicksal will's hier. Hier haben wir den Genro Yugo Hakaba. Ich lasse es einfach mit den Namen. Und er kann sich zum Beispiel spezial beschwören, wenn ein anderer gerade spezial gebanished wird, wenn ich noch mehr banished kontrolliere. Also das heißt, wir können ihn raus spezial beschwören, dann hat er 3000. Und außerdem kann man natürlich dann nutzen, auch für diverse Link-Plays oder auch ähnliches. Und er ist halt Ruhr. Ne? Also ihr seht, es passt hier ins Deck natürlich bis Allure. Allure passt natürlich sehr gut hier zu diesem Deck. Alle Dark, wenn sie verbannt werden, können sie spezial beschwören. Oh, einfach ein Träumchen, dass die Karte auch noch hier drin ist. Dann haben wir Seraphen und... Cheesy Katze. Auch sie halt, wie gesagt, kann ich spezial beschwören. Und sie hat einen Effekt. Und zwar, wir können eine andere themeneigene Karte, ich weiß nicht gar nicht, verbannen. Zieh zwei Karten. Super gut. Verbannen, spezial beschwören. Zwei Monster. Super strong. Super, ich mag diesen Archetype so sehr. Also ich glaube, ich will eigentlich alles davon ziehen, weil ich will eigentlich das Deck spielen. Ich liebe die Karte Verlockung der Finsternis. Und es harmoniert einfach so unglaublich gut. Achso, übrigens hier auch. Dotscaper, super gut, weil man den ebenfalls spielen kann. Hier in den Rang, ne? War auch in den Rang-Deck, ne? Ne, war in diesem Deck. Ja, ich bin ja verwirrt. So, Sternreserven, Dweller, dann nochmal hier und. Oh! Mal ist im Untergrund.
Da ist nämlich die Field Spell. Die Field Spell sagt folgendes. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst eine Miles-Karte von deiner Hand, deinem Deck oder Friedhof verbannen. Let's go! Alle können sich spezial beschwören. Also das macht sie ja schon unglaublich gut, unglaublich stark. Und zusätzlich hat sie noch einen Effekt. Und zwar, solange drei oder mehr deiner Miles-Pfeilen mit unterschiedlichen Namen verbannt sind, erhalten deine Link-Monster 3000 ATK. Zusätzlich, solange Link-Monster da sind, kannst du nur Link-Monster angreifen. Das heißt, der Protection-Effekt, der existiert, ist sogar gut, weil er nicht angegriffen werden kann. Oder besser gesagt, sie jetzt in diesem Mal. Die Karte kann nicht angegriffen. Das ist super gut. Weiter geht's! Aufstieg! Jenny, Nummer! Hirsch und, nochmal, das ist super rare. Ist jetzt schon, glaube ich, die zweite oder dritte. Und wir haben Tomologic, Plugin, Quarter und, Luge. Kampfgebiet, das ist die Field Spell. Die Field Spell ist gar nicht schlecht hier von dem Deckthema. Allgemein, die Field Spells, muss ich sagen, also, ne, das war eine Field Spell. Super gut, 10 von 10. Auch, gute Field Spell für die Archetypes. Also, die Field Spells allgemein, sehr gut für die Archetypes. Wenn man natürlich ranken müsste von der Spielstärke, dann würde ich vermuten. Oh, nochmal hier Cybers. Oh ja, wir ziehen sie alle. Das Rang 4 Deck, das stärkste ist quasi, weil wir mit einer Karte sehr viel Interruption raufrufen können. Werden wir noch gleich kommen, wenn wir die Karten ziehen. Ich hoffe, wir ziehen noch. Auf jeden Fall, die Stärke daran liegt einfach, dass wir eben, wenn der Gegner was aktiviert, die Karte dann auch. Was, zerstören oder verbannen? Weiß ich gerade gar nicht. Zerstören oder verbannen? Warte. Zerstören. Und das können wir so oft machen, solange er Exit-Material hat, beziehungsweise Material auf dem Feld haben. Allgemein basiert das Deck auf Exit-Material, die rangehangen werden, abgehangen werden. Und das bedeutet, wir haben einfach die Möglichkeit eben, mit diesen Rang 4s theoretisch dann 4 Karten oder 5 Karten des Gegners zu zerstören. Was unglaublich gut ist natürlich. So, und wir ziehen hier weiter. Ey, weiße Binderin. Weiße Binderin übrigens super gut. Das war nämlich die Linie, die sagt folgendes. Und zwar, warte, war das die mit? Du kannst erstmal eine Falle vom Deck setzen, was natürlich super gut ist. Aber der Effekt ist, falls sie spezial beschworen wird, darfst du bis zu 3 Karten wählen in beliebigen Friedhöfen. Das heißt, wir können hier auch gegnerische Karten rausnehmen. Super gut. Und dann können wir auch eigene verbannen. Dann können wir sie spezial beschwören. Wenn wir zum Beispiel sie im Friedhof haben, zum Beispiel wenn sie weggelinkt für sie, dann können wir den Effekt nutzen, verbannen sie vom Friedhof und dann triggert der Effekt. Das heißt, sie kann sich wieder spezial beschwören und dann haben wir halt eben 2 auf dem Feld. Super schön, super gut. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, weiter geht's hier. Dann haben wir hier Übelschar und Verlockung und Doppelogic und nochmal. Alter, ey, wenn das Deck doch. Erst dachte ich, wir ziehen hier das andere. So, Hälfte rum, aber Hälfte ist nichts. Weiter geht's hier. So, was haben wir? Wolf. Okay, Wolf, also wie gesagt, Thunder Dragon. Ach so, der Banish Darks, ne? Mit demselben Typ wie jedes Monster von deinem Deck, warte. Du kannst einem von deiner Hand verbannen. Die harmonieren damit. Ja, das hat ja keiner gesagt hier mir. Und, wir haben alle komplett, oder? Ja, wir haben alle gezogen. Alle drei großen haben wir gezogen. Ja, 3000, ey. Das ist auch wirklich sehr mächtig. Und auch Level 10. Ist natürlich gut für auch Exit. Wir haben hier wirklich alle Worms, glaube ich, drin. Wolf und, ja, hier super gut, denn sie sagt einfach, wie gesagt, ne? Wir ziehen die, setzen sie, beschwören normal, nutzen dann den Effekt, nicht immer wieder, aber wenn wir eine normale Beschwörung haben, nutzen wir den Effekt. Dann können wir sie aktivieren, weil es eine Falle ist, ja. Müssen wir jetzt kosten, sie verbannen und dürfen dann aus dem Deck eben ein Monster spezial beschwören, also ein themeneigenes Monster. Und dann kann sie spezial beschwören, wir haben 2 Monster, können Link-Beschwörung machen, super gut. Also ihr merkt, ich bin ein riesen Fan von dem Deck. Weiter geht's! Falle! Tomologic, wieder. Oh! Wir haben es endlich! Haben wir schon vorher geskippt? Ich weiß nicht. Wir haben endlich das erste Monster! Let's go! Netzwerk! Ja, ist alles so ein bisschen an Computer angelegt. Ihr merkt Netzwerk, Plugin und so weiter. Wieder Stufe 4, Donner, Feuer. Und das Besondere ist eben, sie können sich alle quasi spezial beschwören. Er kann sich, falls du ein Exit-Monster auf dem Spielfeld oder im Friedhof hast, kannst du die Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Also das heißt, hier haben wir eben Spezialbeschwörungen drin. Super gut. Auf jeden Fall Mechanik. Das heißt, wir kriegen ganz schnell unsere Monster aufs Feld. Und da haben wir direkt die nächste Innenmotor, auch super, denn du kannst die Karte spezial schon von Hand beschwören, indem du eine Karte von deiner Hand oder Spielfeld auf den Friedhof legst. Hier müssen wir also quasi eine Karte discarden und dann
bekommen wir eben ihn als Spezialbeschwörung. Natürlich haben die alle noch zusätzliche Effekte. Wenn wir sie über Spezialbeschwörung, sind wir eben gelockt. Ich habe es bereits gesagt, in Rang 4, was vollkommen okay ist. Und falls die Karte schon normal beschworen wird, du kannst ein themeneigenes Monster Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Heißt, hier kriegen wir auch noch ein nächstes Monster, was super nice. So, jetzt haben wir auch alle Deckthemen drin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch... Ja, was fehlt eigentlich nur? Ja, ganz klar, noch mehr Marlinskarten! Nummer 2, sehr gut. Also man muss auf jeden Fall die Links, ah, nicht alle, aber auf jeden Fall ein paar Links auf jeden Fall öfter als einmal spielen. Dann haben wir ihn nochmal und... Oh ja, das ist... Warte. Ja, das ist die letzte. Juhu, wir haben alle. Rotes Lösegeld. Steht er wirklich? Ja, super gut. Wie gesagt, die Beschwörungsbedingungen sind auch sehr speziell. Du brauchst immer ein themeneigenes Monster, aber auch unterschiedlich. Guck mal, hier brauchen wir 3 Monster, darunter 1. Hier brauchen wir 2 Monster, darunter 1. Hier brauchen wir 2 Monster, darunter 1. Also die sind deutlich leichter zu beschwören. Hier brauchen wir wirklich 3 Monster. Aber wie gesagt, die können sich ja eh alle sehr speziell beschwören. Und sie hat folgenden Effekt. Und zwar, du kannst deiner Hand eine Mylist-Zauberkarte von deinem Deck hinzufügen. Das bedeutet also, wir können hier eben mit ihr dann auch die Field Spell suchen. Das heißt, ihr merkt, die Synergie ist unglaublich gut von diesem Deck. Was haben wir denn dann noch? Was haben wir hier? Dimensionsriss, Verlockung und... Oh, da haben wir die themeneigene Karte, beziehungsweise die nächste Feldwendung. Wir haben alle 3 Field Spells gezogen, super gut. Das ist Kreuzung. Sieht sehr geil aus. Sieht aus wie so ein Motor. Und sie sagt folgendes, du kannst kein Monster mit demselben Namen wie eine Karte, die du kontrollierst, als Exit-Beschwörung beschwören. Heißt, wir können nur ein Exit-Monster wirklich haben, was natürlich eine schade Sache ist, aber folgendes. Erstmal können wir was unter das Deck legen und dann eine Karte ziehen, super gut, Recycling, Karte ziehen, super gut. Und einmal pro Spielzug, wenn dein Gegner, aktiviert ein Monster-Effekt aufgelöst wird, du kannst dein Exit-Material von einem themeneigenen Monster abhängen, das du kontrollierst und falls du dies tust, annullieren den Effekt. Und Leute, das ist in der Auflösung. Das ist kein Ketteneffekt. Das passiert in der Auflösung. Extrem strong, extrem, ja, also sehr broken hier vom Effekt her. Und ich weiß gar nicht, ob es, doch, es gibt schon bereits ähnliche Effekte, aber es gibt nicht viele Effekte, die eben so funktionieren. Zeitdieb, Tenny und, oh, nochmal. So, weiter geht's hier. Man könnte meinen, manche sagen, meine Openings sind zu lang, manche sagen, sie sind zu kurz. Und, ne, ja, okay, also das muss ja. Ich muss das Deck spielen. Eine Collectors, weiße Binderin. Perfekt, einfach als Collectors. Oh, ich liebe ja Collectors. Sehr, sehr schön. Oh, ja, ich wollte noch sagen. Übrigens, hier sind Collectors erst drin. läuft auf jeden Fall. Und, oh, ja, was geht denn hier? Ja, die gute Wehr, sie sagt folgendes, und zwar, sie sucht uns einfach 2 Zauberkarten von Deck, darunter auch die Field Spells, wie habe ich gesagt, Planetenkunde brauchen wir nicht, wir können die Karte suchen, super strong, super gut hier. Uiu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 i, das ist doch wirklich was hier. Dann haben wir hier Übelschar und nochmal und, ah, oh, wir bräuchten noch ein paar von den Monstern, ne? Wir haben noch nicht alle Monster gezogen, glaube ich. Für unser Deck und nochmal die Field Spell und zu guter Letzt Last Pack. Last but not least. Nochmal Plugin. Sternseraphen, Realität, Tornado Dorf und nichts für das Deckthema, was ich spielen will. Aber ey, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Wir haben hier wirklich schön gezogen. Ja, eigentlich in den Collectors Rare natürlich. Und wir haben, ja, ich habe schon, ihr seht, mein Schwerpunkt des Rauslegens. Ich glaube, ihr wisst, was ich gerne spielen möchte. Und oh, eine Collectors Rare. Wirklich 10 von 10. So, Leute. Ja, was war mir anders zu übrig, als zu sagen? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Riesendank Konami, dass das Ganze hier früher öffnen durfte. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.